Also ich habe ja schon angekündigt, dass ich euch zeige, wie ihr einen Spielstand von jemanden in euren beziehungsweise halt in von einem anderen Profil umwandeln könnt auf der Xbox. Dafür braucht ihr einen USB-Stick. Den müsst ihr eben hier bei Speicher. Da ich habe jetzt noch keinen drin, aber ich stecke ihn mal schnell ein. So. Ja, ist ja kein Ding gerade irgendwie nicht. Ich warte einfach noch ein bisschen. Ja, okay, jetzt. Hier ist der USB-Stick. Auf dem USB-Stick. Hier ist jetzt. Ja, Spielstände. Da ist zum Beispiel auch Minecraft. Also da habe ich auch den Modded-Spielstand drauf. Also der Modded-Spielstand hat jetzt nichts mit Modden oder sonst zu tun, sondern das ist auch der Spielstand, auf dem ich nun mal spiele. Und das war der Seed von der Map und deswegen heißt der so. Also auf dem USB-Stick muss eben der das, was ihr auf ein anderes für ein anderes Profil haben wollt, also zum Beispiel eben jetzt der Spielstand hier. Also es sei denn, ihr wollt von eurer Konsole den Spielstand für ein anderes umwandeln. Den, wenn ihr ihn jetzt runterladet, den findet ihr dann bei euren Downloads. Dann braucht ihr auf dem USB-Stick euer Profil. Das verschiebe ich jetzt. Ich melde es zwar dadurch ab. Es muss auch auf dem USB-Stick sein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja. Dann haben wir jetzt hier das Profil. Also das ist das Wichtigste für euch, wenn ihr jetzt den Spielstand haben wollt, den ich... Also wenn ihr jetzt meinen Spielstand haben wollt. Ich habe ihn jetzt hier und ich wandle den jetzt auch noch um. Also nehme ich mir jetzt einfach noch ein Profil von, ja, von meinem Cousin und verschiebe den auch auf Memory Unit. Dann kann ich den darauf anwenden. Okay, jetzt müssen wir am PC. Okay, also wir sind jetzt am PC. Da musst du jetzt ein Programm runterladen und zwar dieses hier, das heißt Horizon. Da ist der Link in der Videobeschreibung. Und... ja, den USB-Stick mit den, ja, da wo die Profile und der Spielstand drauf sind, den muss man dann im Laptop stecken. Ja, das dauert ein bisschen, um das aufzumachen. Das fällt mir nur ein, dass ich offline bin. Dann scheint automatisch dieses Fenster. Jetzt habe ich hier Games. Ja. Minecraft. Und hier ist eben der Spielstand. So, also ich habe den ja jetzt nicht runtergeladen oder so, also muss ich den jetzt erstmal hier Extract File. Dann kann ich auswählen, wo ich den hinhaben will. Wir nennen den um. Und habe den gespeichert. Bei euch ist halt dann unter Downloads, ihr müsst ihn halt dann noch entpacken. Also der Link für den Download ist dann auch in der Beschreibung. Jetzt muss ich Flash Drive, Inject New File, dann bin ich jetzt hier eben auf Modded, drücke hier drauf und jetzt habe ich die zwei Profile, die ich eben auf meinem USB-Stick habe. Dann wähle ich Mario aus, das von meinem Cousin, und mache Use This Profil. Und jetzt wird das hier draufgeladen. Jetzt zeige ich mir, dass es da ist und jetzt habe ich es hier einmal für mich und einmal für meinen Cousin. Und jetzt schalten wir einfach nochmal zur Xbox. Also ich bin jetzt wieder auf der Xbox. Dann habe ich jetzt hier noch mein Profil. Da ist bei mir Modded Spielstand. Also das sieht man hier. Sony B3. Und dann habe ich jetzt hier mit dem zweiten Controller das Profil von meinem Cousin. Steht auch Mario. Und der hat jetzt eben auch Modded und der kann das auch einwandfrei spielen. Ja, haben wir einfach mal. Ja, einfach mal kurz warten. Ja, man hört vielleicht im Hintergrund Stimmen. Ich schaue gerade The Big Bang Theory. Okay, das hier ah ja, genau. Also, der kann jetzt auch einfach spielen. Hat auch alle Rechte.
Nur ein bisschen dunkel eingestellt, aber egal. Okay, das war's dann. Viel Spaß beim Ausprobieren und ciao.